jetzt alle. Ihr habt sie schon entdeckt, eure Mikrofone, ja? Die Mikrofone liegen da schon, die Sensationals spielen gleich einen berühmten Hit. Den Text haben wir allerdings umgeschrieben und mehrere Lücken gelassen. Ihr müsst genau auf den Text achten, denn er gibt euch Hinweise auf das Lösungswort, das ihr dann passend in die Lücke singen müsst. Ihr bekommt jetzt gleich Kopfhörer und dann hört ihr nur die Band, und damit ihr nicht die Antworten der anderen mitbekommt. Wenn der Song vorbei ist, dann werten wir aus. Für jeden richtig gesungenen Begriff gibt es einen Punkt. Insgesamt gibt es also 5 Lücken, also maximal sind 5 Punkte zu holen. Alles klar? Alles klar. Oha! Ne? Wir legen los. Wenn der Jokolett singt und schreit, da hab ich Angst, dass jemand speit. Alle springen raus aus dem blauen Battlebus zu Beginn des Games. Fortnite! Singen nur Gewimmer, wie eine ganz, ganz schaurige Folter. Die süßen Brüder vom das Hexagon, gone, gone. Das war der dümmste Jack. Man nimmt im deutschen Sechseck im Badezimmer. Dann nutzt sich gern Französisches. Sitz war Speck in eine praktische Idee. Man nimmt sich nicht Bidet. Bei mir ist gerade das passiert, was ich euch, glaube ich, letzte Folge schon mal gesagt habe. Ich habe hier jetzt gerade in diesem Spiel meine gesamte Konzentration aufgebraucht. So, jetzt haben wir die einzelnen Fragen und Puh. Wir hören uns mal die gesungenen Antworten dazu an. Alle springen raus aus dem blauen Battlebus zu Beginn des Games. Was könnte das für ein Game sein, Joko? Fortnite. Ich erinnere mich immer gerne daran, wie wir beide es gezockt haben. Wir haben das für einen Beitrag gespielt, das Spiel. Ja, ja, und wir ja. waren beide hooked. Und Klaas schrieb mir an der Nacht um 3 Uhr morgens eine WhatsApp. Zockst du auch noch? Und ich habe am nächsten Morgen aufs Telefon gedacht und mir so, um 3? Und ich so, ich habe geschlafen. Fortnite ist ja, ich habe mich da ein bisschen drin verloren. Da, ja. Aber ich habe es dann auch wieder gelöscht, weil ich dachte, das, also so viel Zeit habe ich nur auch nicht. Fortnite ist meine Fortnite, Antwort. Wir hören rein, ob du das auch gesagt hast. Fortnite! Das ist korrekt. So, Lena, wusstest du das auch? Wir... Hör mal rein. Fortnite. Ja, natürlich die Farbe in meinem Gesicht. Ja, aber trotzdem noch schön gesungen. Ja. So. Ich glaube das nicht. Glaube Simon, das nicht. Was hast du gesungen? Wir hören mal rein. In des Games, Game of Thrones. Wer kennt ihn nicht, den blauen Battlebus aus Game of Thrones? Von der Kutsche, von Pferden gezogen. Sehr gut. Da steht man dann in Westeros und sagt, der blaue Bus kommt. Ah ja, logisch. Macht die Schießscharten klar. So, jetzt geht es weiter mit der nächsten Frage. Die süßen Brüder vom Worldwide Wohnzimmer heißen mit Nachnamen? Walter! Walter? Naja. Das ist die richtige Antwort. Es gibt einen Punkt. Danke. Was hat Lena gesungen? Walter. Die sind bekannt, jeder kennt sie. Simon. Das ist auch noch zugemacht. Kennst du die zwei auch? Wir hören mal, was du gesungen hast. Peinlich. Nachnamen Walter. Walter, ey. Also die sind mittlerweile ganz oben angekommen. Jeder kennt sie und deswegen gibt es auch 3 Punkte. Wir kommen direkt zur nächsten Frage. Die nördlichste Stadt der USA. Na, das ist klar. Liegt im Bundesstaat. Was denkt Joko? Alaska! Jawohl. Mit einer gewissen Aggressivität, aber richtig beantwortet. Lena, jetzt noch mal in die Augen schauen von Lena, ob man da vielleicht schon die Antwort erkennt, bevor sie raussingt. Alaska! Und Simon als Geografielehrer wahrscheinlich auch oh Gott, Firmen in diesem Bereich.
Was hast du gesungen? Liegt im Bundesstaat Alaska. Ja, auch richtig. 3 Punkte. Jeder kriegt einen. Wir machen weiter. Das Hexagon nennt man im Deutschen auch, Joko, wie? Feck. Feck. Was? Nein, das war, ich habe nur Egg und ich wusste. Ja, also nicht. Falsch. Hexa, ja. Keine Ahnung. Ja, Hexa falsch. Also, wie nennt man ein Hexagon auf Deutsch? Lena hat auch was gesungen. Mal gucken, ob es das Richtige war. Sechseck, das ist die richtige Antwort. Deswegen gibt es dafür auch einen Punkt. Simon guckt so, als gäbe es da auch nicht nur Lücken im Text, sondern auch im Kopf. Was hat er gesungen? Fischereck. Im Fischereck, da gibt es bestimmt eine gute Bratwurst. Fischereck, bin ich gar nicht verstanden. Keine Sechsecke. Aber du machst es klug, du singst mit. Ich hatte schon Probleme mit dem Lesen da. Also da. Ein französisches Sitzwaschbecken nennt man auch. Joko hat Folgendes gesungen. Bidet! Wow. Ja, gibt es keine Extrapunkte, aber schön intoniert. Dankeschön. Danke. Punkt und gut. Lena, was war hast du gut, gesungen? Ne? War Hammer. Bidet. Jawohl. Richtig. Und du, Simon, was hast du gesungen? Diese Panik in meinen Augen. Und Bidet. Punkte für jeden von euch. Das war und jetzt alle. So, jetzt ist das hier vorbei, aber ihr sagt so, oh, da will ich jetzt eine ganze Folge von sehen. Kein Problem, da oben bei Join.